Hallo und herzlich willkommen zur Folge 203 von Gothic 1 in Dunkle Geheimnisse. Vielleicht sogar schon die letzte Folge, vielleicht die vorletzte. Das werde ich dann akut entscheiden. Je nachdem, wie gut oder wie weit wir vorankommen. So, ich muss mal ganz kurz die Waffe wechseln. Der letzte Schlag mag zwar die beste Waffe sein, generell. Aber mir wurde geschrieben, dass wir Innos Zorn. Ich hoffe, das ist jetzt hier die richtige Waffe. Das wäre ja die von Gomez. Die müssen wir wohl benutzen, scheinbar. Denn nur die Waffe kann dem Goliath Schaden zufügen. Diese Waffe und... Ne, der Zerstörer des Lebens nicht. Götterfaust. Irgendein Stab noch. Irgendein Stab des Feuers oder so kann dem wohl auch Schaden zufügen. Der Stab des Feuers. Also wir probieren es mal aus, ob wir damit vorankommen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts durcheinander geworfen. Und es war Innos Zorn und nicht irgendwie Innos Flamme oder so irgendwas, weil ich glaube, dieses Schwert besitze ich gar nicht. Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts an Namen durcheinander geworfen und wir schaffen es jetzt dann doch, den Goliath zu besiegen. Das wäre ja doch noch wünschenswert, weil ansonsten, ich meine, wir können zwar an ihm vorbei, aber der Vollständigkeit halber, wäre das schon korrekt, wenn wir den... Immer trifft er uns auch nicht. Aber ich kann ihn auch nur. Ah, so eine Drecksau. Es ist halt irgendwie total bescheuert. Du kannst den ja kaum anvisieren. Das ist ja schon ein bisschen Murks. Monsterschrumpfen haben wir auch nirgends dabei. Das ist doch alles wieder Kacke. Ich will ja erstmal sehen, ob wir dem überhaupt Schaden zufügen. Ah, ich glaube, Innos Zorn ist die falsche Waffe. Haben wir denn noch irgendwas anderes? Wir haben einen dunklen Vollstrecker, das ist es wohl aber nicht. Da war es wohl nicht Innos Zorn, ich habe wieder was durcheinander geworfen. Die Axt des Helden, bla bla bla. Grimmstahl. Ganz. Wir haben so viele mächtige Waffen und alle sind nichts wert gegen das Vieh da hinten. Aber wie gesagt, Stab des Feuers müsste eigentlich korrekt sein. Gucken wir mal. Nicht, dass ich jetzt was, mit was verwechselt habe, denn mir wurde auch geschrieben, dass man für den Dämon bei Urizel, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht genau gesehen. Ich habe nicht gesehen, ob wir zuerst getroffen haben oder er. Aber auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten, den Goliath zu bezwingen. Wir brauchen nur die richtige Waffe. Aber sollten wir das jetzt irgendwie... Also ich will jetzt nicht die ganze Folge hier vergeuden, mit dem zu kämpfen. Sollte es nicht funktionieren, dann funktioniert es halt nicht. Wo ist denn jetzt die Waffe? Bin ich bedeppert? Stab des Feuers. Es kann auch, wie gesagt, sein, dass ich gerade ein paar Begriffe durcheinander bringe und... Nee. Also, der Stab des Feuers ist es auch nicht. So, Moment mal. Dann mache ich das wie folgt und schaue kurz nach, wie das denn genau war. Das ist natürlich wirklich bescheuert. Also, irgendwie muss ich sagen, der Goliath, der ist hier der große Endgegner. Ja? Also, der Schläfer, der ist nur halbgar. Der ist gar nicht das Wahre. Der Goliath ist der große Feind der Menschheit. So, also mir wurde geschrieben, der Stab des Feuers und Innos Flamme. Dieses Schwert können wir aber wohl nicht unser eigen nennen. Wir haben nur Innos Zorn, das ist das Schwert vom guten Gomez. Aber der Stab des Feuers ist hier leider auch nicht hilfreich. Weil ich hätte ja noch eine Idee. Innos Flamme haben wir zwar nicht. Aber wir haben eine heilige Flamme. Und mal gucken, ob wir mit diesem blöden Schwert dieses Monstrum niederstrecken können. Jetzt marschiert er wieder sonst wohin. Jetzt kommt die heilige Flamme zum Einsatz. Oh, so steht er gut.
Nee, irgendwie. Die heilige Flamme nicht heilig genug. Der Seelenernter wird auch nichts bringen in dem Zusammenhang. Da werden wir niedergestreckt. Ganz dreist. Ja, also Inos Flamme, diese Waffe besitze ich leider nicht. Ich überlege gerade, ob das vielleicht irgendwie anders heißen könnte. Vielleicht der Untergang des Bösen. Ich versuche einfach gerade irgendwie einen Sinn von diesen Waffen zu ermitteln, die wir gefunden haben, in der Hoffnung, dass irgendeine davon die richtige Waffe sein könnte, mit der man dann. Oh, das war ein grober Fehler. Ja, und den spürt man auch. Wisst ihr was? Das Spiel ist so gut wie rum. Ich scheiß da jetzt drauf. Also man kann den Goliath besiegen, man könnte ihn gegebenenfalls schrumpfen, aber ich habe leider keine Monster schrumpfen mehr dabei. Man könnte ihn gegebenenfalls mit speziellen Waffen scheinbar töten, die habe ich jetzt scheinbar aber auch nicht dabei. Und genau aus diesem Grund verduften wir jetzt. Beziehungsweise werden ihn nicht los. Haben wir denn einen Teleport, der uns zurückführt? Ich überlege gerade. Ah, ach, guck mal, was wir noch haben. Warte mal, jetzt hat er aber den anderen da umgebracht. Den Orkjäger. Ich glaube, das will ich mal ganz kurz rückgängig machen. So weit kommt's nicht. Dass wir aber auch hier nichts. Vielleicht können wir ja irgendwie mit den Tränen Inos dem Schaden zufügen. Ich meine, dann stirbt zwar auch der andere Kamerad, aber. Egal. So, erstmal hier. Haben wir noch alle mal nach der Stärke. Drei Stück, die donnern wir uns auch noch rein. Also wir werden auf jeden Fall über 300 Stärke insgesamt dann haben, weil wie gesagt, im Schläfertempel werden wir auch noch ein bisschen was finden. Okay, so viel dazu. Jetzt ist nur die Frage, haben wir irgendeinen Teleport, der uns Teleport zu den Wassermagiern? Nee. Ach, hat er den schon umgebracht, oder was? Na, ganz großes Kino. Wo ist der Kerl? In die Höhle kann er uns hier eh nicht folgen, ne? Der ist sowieso viel zu groß. Jetzt scheint er den anderen Orkjäger schon umgebracht zu haben. Mir egal, Hauptsache er ist weg. Alles andere interessiert mich nicht. Wie kommen wir jetzt hier überhaupt wieder rein? Ist mir irgendwas entgangen? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen irritiert. Wie kommen wir denn wieder in den Schläfertempel? Dann hätte ich von innen da irgendwas öffnen müssen und hab's vercheckt. War hier irgendwo ein versteckter Schalter eigentlich nicht? Ach, guck mal an. Kortag. Wenigstens haben wir den wieder gefunden. Der kann uns leider auch nicht mehr helfen. Lebt wohl. Ja, du auch. Das heißt, hier unten kommen wir ja nur zu den Kerkern. Ich glaube, über uns hört man gerade Goliath, wie er ein bisschen spinnt. Ja, der will uns angreifen. Und hier unten ist ja quasi. Genau. Da sind wir hier. Ich muss gestehen, es ist nicht mal ein halbes Jahr her, dass ich die Welt der Verurteilten durchgespielt habe. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wie ich in den Schläfertempel komme. Deswegen Schande über mein Haupt, ich werde jetzt mit K reingehen. Denn, wir müssen da rein. War das mit dieser komischen Statue oben drauf? Musste man da irgendwas mitmachen? Oder irgendwas hinterm Sessel versteckelt? Nein, natürlich nicht.
Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen zu benutzen. Wo ist denn der andere jetzt? Ich höre ihn doch rumpöbeln. Oder ach nee, das ist Quartag, glaube ich, einfach nur. So scheint es. Also wenn wir da oben, das können wir auch nochmal kurz testweise machen. Diese Statuette da, oder was das ist von den Orks. So, Trollschrumpfen brauchen wir eh nicht, das ist für den Arsch. Unser Schrumpfen haben wir nicht und werden wir auch nicht mehr benutzen. Komm, wir haben jetzt einfach eine Spruchrolle, ist ja egal. War das so, dass die Statuette das Ding öffnet? Nee, ne? Also wenn man die benutzt, weiß ich nur, dann werden alle aggressiv. Alle, die hier außenrum eigentlich am Beten sind. Da hilft dann auch das Ulumulu nicht mehr. Aber... ah doch, okay. Es war die Statuette. Dann egal. So, jetzt ist natürlich die Frage... Korta, können wir, den können wir ja gar nicht hier lassen. Der... genau. Dem können wir nur eine Waffe geben. Das heißt, der verfolgt einen. Immer heißt es, der rennt jetzt mit uns in den Schläfertempel. Also wie gesagt, auf den Goliath da... kacken wir jetzt mal gewaltig drauf, der kann mich mal. Ah, oder doch nicht. Ich jetzt gehen, Fremder. Schuld beglichen. Jetzt Ruhe finden. Leb wohl, Krieger. Okay, also Kortak geht nicht mit in den Schläfertempel. Das hätte mich auch gewundert, wenn ein Ork dazu jetzt den Mumm hätte. Was jetzt keine Beleidigung sein soll gegen den, aber die Orks haben ja dann doch ziemlichen Respekt und Angst vor dem Schläfer. Das wäre ja schon sonderbar, wenn dann irgendein abtrünniger Ork so wahnsinnig wäre und quasi seinen ganzen Glauben einfach wegwirft, in die Tonne kloppt und sagt, ach, weißt du was, so arg ist der bestimmt nicht. So, insofern sind wir wieder zurück im Schläfertempel. Und gerade weil ich wieder so lange rumgeeiert habe mit dem Goliath, leider haben die Waffen, die ich habe, da keinen Schaden zugefügt oder ich war einfach unfähig. Monster schrumpfen, wie gesagt, haben wir leider auch keine Spruchrolle mehr über. Und dementsprechend auch keine Rune. Ansonsten hätte man den aber auf jeden Fall zur Strecke bringen können. Aber hätte Autoreifen. Jetzt sind wir halt nun mal zurück im Schläfertempel und ich muss gucken, dass ich mich hier nicht verlaufe. Ja, was ich schon direkt gemacht habe. Ich weiß nicht. Ich bin einfach orientierungslos bei sowas. Ich war hier schon 100 Mal, aber ich... das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber... ich finde mich jedes Mal nicht zurecht. Ich weiß auch nicht, warum. Weil dann die Eingänge zu den Einzelgräbern oder was auch immer, Gängen und Teilgemäuer immer so einladend aussehen. Und dann ist es doch nicht... was ist denn, warum ist denn hier zu? Waren wir da schon drin oder was? Mein lieber Mann. Also da geht's auf jeden Fall hoch, ne? Und dann geht's da hinten weiter. Ansonsten können wir auch einfach durch den. Und das mache ich jetzt wahrscheinlich. Vorbei, nee, warte mal. Können wir nicht irgendwie da hinten schon auf den dritten? Moment, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier die Jump-Run-Einlage auch hinbekommen. Auch wieder speichern. Also wir sind jetzt ja quasi wirklich kurz vor Ende. Das muss man ja wirklich mal ganz kurz mal festhalten. Die dunklen Geheimnisse wurden hoffentlich alle aufgedeckt und dementsprechend das Spiel dann auch weitestgehend abgeschlossen. Und ich bin hier wieder unfähig und komme da nicht hoch. So, kann man nicht irgendwie ganz... oh Mann, ich flipp noch aus hier. Ich glaube, hier unten müssen wir auch irgendwo weiterkommen. So, die Frage, in welche Richtung. Ich hasse es hier. Ich hasse es hier einfach. Der Schläfertempel wurde nicht übersichtlich gebaut. Die hatten keinen Architekten, keinen richtigen. Keinen nennenswerten. Als sie dieses Ding hier zusammengeklotzt haben. Da wurde geschlampt, da wurde geschludert. Und ich darf es ausbaden. Aber ich glaube, ich bin richtig. Genau. Okay. Okay. Hier geht's weiter. Hier haben wir einen Templer umgelegt. Hier müssen wir richtig sein. Gut, das heißt, die Folge ist wahrscheinlich rum, bis wir wieder beim Crash-Warak sonst wie angelangt sind.
dann sind wir tatsächlich bei der vorletzten Folge und nicht bei der letzten. Da vorne ist wieder ein Ork. Hoppala. Guten Tag. Warum ist Urizil eigentlich so trash? Warum ist Urizil so trash? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Das soll doch die beste Waffe im Spiel sein. Warum ist es nicht? Guck mal. Ein Schlag. Weg. Stopp, hier geht's zu Urizil. Wir sind hier falsch. Oh. Egal, es hat Genugtuung gegeben, den Ork umzubringen. Ist mir einfach über die Stacheln gehüpft und es ist ja nichts passiert. Also das mit Urizil muss ich sagen, das gefällt mir in der Mod gar nicht, dass diese Waffe so dermaßen schwach ist. Ja, also das. Die haben Urizil wohl beim Scaling von den ganzen Werten hier einfach nicht berücksichtigt und das ist sehr, sehr schade. Das soll ja die beste Waffe sein. Ich meine, ich verstehe das, wenn man irgendwie bessere noch einbauen will. Schön und gut. Aber das wird der Waffe nicht gerecht. So, jetzt sind wir richtig. Endgültig richtig. Und jetzt müssen wir die Waffe wieder wechseln, weil wir können ja nur mit Urizil den untoten Kasper da umlegen. Na, stopp. Ich lasse den letzten Schlag ausgerüstet, bis wir... Stopp, da geht's gar nicht rein. Ich lasse den letzten Schlag so lange ausgerüstet, bis ich dann vor dem stehe. Nicht, dass uns hier jetzt irgendwie noch wieder ein Ork-Tempelwächter über den Weg läuft und dann Urizil wieder sinnlos geworden ist. So, das sieht doch jetzt hier markant aus. Da vorne steht er dann. Alleine hoffentlich. Und lässt uns bloß in Ruhe und dann können wir mit Urizil schön ins Reich der Vergessenen und Toten abtransportieren. Folgt jetzt nochmal ein Dialog? Ich glaube schon. Nein? Ich bin mir nicht sicher, ob das so ablaufen sollte. Aber die Bannklinge können wir nun auch unseren eigenen Todeshaucher da noch dabei und einen Schabernack. Jetzt direkt wieder den letzten Schlag ausrüsten. Und jetzt sind wir im Prinzip auch schon so gut wie beim Schläfer, wobei ich den letzten Teil dann jedes Mal wieder aufs Neue etwas unterschätze. Der ist dann doch ein bisschen größer, als man meint. Ah, da haben wir noch einen Kasper. Lass mich raten. Jetzt kann ich die alle nur mit Urizil. Ach Gott, das ist doch alles. Also hier sind wir jetzt auf jeden Fall gezwungen, Urizil zu nutzen. Was wiederum auch ein bisschen blöd ist. Naja, aber ist okay. Wie gesagt, wir haben ja relativ hohe Stärkewerte und die sollten eigentlich noch ein bisschen steigen. Wie gesagt, und dann kommen wir hoffentlich zurecht. Wir haben ja auch noch ein paar Zauber dabei. Mit denen lässt sich dann hoffentlich auch einiges managen. Und jetzt, wo wir hier stehen, muss ich doch tatsächlich sagen, dass ich mir Gedanken mache, welche Mod als nächstes kommen wird. Denn wie gesagt, demnächst ist Schicht, also da kommt noch einer. Es wird noch Folge 204 geben und dann war's das mit Dunkle Geheimnisse. Mit ein bisschen mehr als 70 Stunden werden wir diesen Run dann beenden. Was auf jeden Fall signifikant hoch ist für Gothic 1. Also, das wäre dann die längste Spielzeit in einem Gothic 1. Zumindest von meiner Erfahrung aus. Und ich meine aber auch, Dunkle Geheimnisse müsste die größte Modifikation sein. Das ist alles hier ein bisschen sonderbar. Hier ist übrigens noch so ein zerrissenes Schriftstück.
wahrscheinlich der dritte Part von dieser komischen, was auch immer, Erzählung, die man nicht übersetzt hat aus dem Englischen. Und falls es ein Insider ist, kenne ich ihn leider nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier vom inneren Heiligtum des Schläfers und werden dann in der nächsten Folge eben jenem in den Arsch treten. Wie gesagt, wir müssen auch auf jeden Fall noch ein paar Tränke finden können. Da müssen wir dann gucken, dass ich das auch nicht verbummel. Die Tränke hier, die nehme ich jetzt auch einfach. Dieses ermöglicht Kontakt zum Schläfer ist wahrscheinlich einfach nur Gelaber. Ich baller die jetzt einfach weg, weil wozu die 40 Mana-Punkte? Ich meine, wir brauchen jetzt eh nicht mehr 40 Mana-Punkte mehr, aber damit alles drin ist, so, das sind quasi unsere fast finalen Stats. Wir sind Stufe 50, das ist doch auch schön abgerundet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keine EP mehr zusammensammeln werden, um Stufe 51 zu werden. Aber müssen wir auch gar nicht. Die 10 Lernpunkte sind ja auch schon für den Arsch, die wir jetzt noch bekommen haben. Aber Level 50, das klingt doch rund. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann in der nächsten und letzten Folge von Dunkle Geheimnisse und vermöbeln dann den Schläfer. Bis dahin, tschüss.